Jo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganz, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Deck-Profile-Video, also Yu-Gi-Oh!-Video. Ich möchte euch ein Deck vorstellen, was ich mir dann bald mir in Real Life machen möchte. Es wird dann auch noch ein Opening-Video kommen, also von den Magnetkrieger-Decks natürlich, also drei Stück habe ich mir bestellt. Man braucht einfach drei Stück und ich will mir daraus ein Deck bauen. Am Anfang wollte ich mir eigentlich das ABC-Deck bauen, aber ja, irgendwie ist es mir ein bisschen zu langweilig geworden, denn man macht jedes Mal dasselbe: Galaxy, Bam, man hat Infinity, den ABC-Drachen, weiß ich was. Und ja, ist, finde ich, etwas langweilig, hat man nicht so viele Kombos und dieses Deck finde ich eigentlich ein bisschen besser. Ich habe zwei Deck-Varianten jetzt gemacht. Ich will mir noch eine dritte Deck-Variante machen. Ja, aber ich habe erstmal zwei. Das Deck habe ich auch von einem YouTuber genommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber ich fand das Deck eigentlich ziemlich interessant und habe das jetzt hier genommen. Das andere Deck habe ich selbst gemacht. So, da kommen wir mal zum, also zum dem Deck. Das Deck ist eigentlich ziemlich gut. Also, das hat halt die normalen Magnetkrieger jeweils einmal, weil die Effekte von den neuen Magnetkrieger sind, man kann die einfach auf den Friedhof legen und dann eins vom Deck oder von der Hand, glaube ich, specialen, oder? Ja, irgendwie so in der Art halt. Stufe 4 konnte man eigentlich auch 4 Xyz gehen. Zum Beispiel habe ich Revolutionssache als 4 Xyz und Castell. Die Bedeutung der Magie ist einfach auf den draufzulegen, falls er irgendwie ja, nichts mehr bringt. Sind auch ziemlich geil. Genau, zweimal Valkyrion. Ja, für die Fusion halt. Zweimal Berserion. Dreimal jeweils. Man kann ja entfernen. Man kann die dann wieder, kommt wieder ins Extra-Deck zurück. Oder wenn die irgendwie, ja, genau, wenn die zerstört wird, da habe ich dann drei Verbande wieder specialen. Dann aktivieren sich wieder die Effekte und so. Also ziemlich coole Karte. Und zwar Blockdrache. Den kann ich special, wenn ich, glaube ich, drei Erdenmonster von meiner Hand oder von meinem Friedhof verbanne. Ziemlich nice die Karte. Dann, ja, von Magnetica die nur zweimal, weil ich finde die jetzt, ja, zweimal reicht vollkommen aus. Die brauche ich eigentlich kein drittes Mal, weil die ist echt unnötig dreimal. Vorteil bringt die jetzt uns auch nicht. Wir können uns einen Achter vom Deck auf die Hand hinzufügen und mehr auch nicht. Dann dreimal den Beta-Elektromagnetkrieger. Der ist gut. Wenn wir ihn normen, dürfen wir dann eine Stufe 400 von dem Deck, von unserem Deck auf die Hand hinzufügen. Zum Beispiel den da hier. Der macht halt, wenn wir ihn normen, dürfen wir einen Magnetkrieger von der Hand specialen. Also haben wir direkt zwei und dann können wir den Effekt aktivieren oder den, je nachdem. Also ist er ziemlich gut dreimal. Dann einmal Edelsteinritter Obsidian, das ist halt für die Brilliant Fusion. Wir können auch nochmal eine Polymerisation einsetzen, um den zu beschwören. Also sind wir jetzt nicht so gehindert, falls wir beide auf der Hand haben, können wir trotzdem mit normale Poly was etwas reißen. Und dafür sind dann unsere ja, Brilliant Fusion halt einfach am Arsch. Ja, falls diese Karte von der Hand auf den Friedhof geht, kannst du ein normales Monster für 4 oder nicht in deinen Friedhof hin, Special ist. Also ist eigentlich ziemlich geil. Wenn eins haben will, dann eine Polymerisation, machen wir den, bam, dafür den Special oder so und können halt 4 Xyz gehen oder weiß ich was. Ja, dann zweimal Wachposten, Steinsoldat. Wenn wir nur Felsmonster auf dem Spielplan haben und wenn er auf dem Friedhof ist, dürfen wir ihn einfach nur specialen. Also können wir schneller auf 3 Xyz gehen, auf die halt. Das sind eigentlich sozusagen so die. Die Hauptkarten sind halt die da hier und die beiden und der. Der Rest ist halt so, wenn halt, ja, wenn wir es halt brauchen, ja, ziemlich coole Karten, also die sind echt cool. Die können einfach Effekt, also wenn eins durch abheben, dann werden die Effekte von anderen Monster annulliert und der hat noch 0 Attacker. Wenn der angreift, werden seine Effekte annulliert, er greift an, bam, er kriegt halt Damage. Ziemlich coole Karten, ja. Genau, Wachposten dann dreimal Gamma, ja. Können wir, wenn wir normal oder specialen, dürfen wir dann weiteres von der Hand specialen und dann können wir weitere Effekte machen. Also ist ja echt cool, dass auch wenn die gespecialt werden, dass die Effekte aktiviert werden, weil sonst werden die einfach viel zu langsamer und somit sind die etwas schneller und auch besser. Einmal König des Sumpfes halt für Polymedizin auf die Hand zu holen, dass halt ein bisschen schneller geht. Einmal Instant Fusion um Norden, Norden um einen Vierer, Bam, 4 Rexis, Rageki, zweimal Poly, einmal ein Tag voller Frieden, falls wir irgendwie voll hart wirken. Wir kommen trotzdem. Kein Damage, zweimal Entzahlungnahme, ja, wir haben genug Achter und Valkyrion können wir auf Turner schmeißen, Version auch, Blockdrache, also ist nicht so schlimm, wenn da irgendwas auf den Friedhof kommt. Ja, ziemlich coole Karte, Entzahlungnahme, einmal Landform, wir haben auch nur zweimal Magnetfeld, denn mehr brauchen wir auch nicht, denn, sagen wir so, die ist schon eine coole Karte, aber so unbedingt, ja, brauchen wir die jetzt nicht so. Einmal Zwillingstwist, aber man könnte vielleicht ein zweites spielen, ja.
Zwei magnetische Umkehr, das ist echt eine coole Karte, eventuell auch dreimal spielen. Die machst du, wähle ein deiner Monster von Typ Maschine oder Fels, das verbannt ist oder sich in einem Friedhof befindet und nicht als normal schon beschworen gesetzt werden kann. Spezialbeschwörung. Es ist so, wenn ein Monster nicht genommen werden kann, bam, 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 oder? Kann ich das normal, also ich kann die drei einfach vom Friedhof specialen. Genau, die könnte man sogar vielleicht dreimal spielen, das ist sogar eine Blitzauberkarte, also echt nicht schlecht. Zwei Brilliant Fusion halt, um den zu gehen. Um schneller 8er Xyz zu gehen oder irgendwas auf den Friedhof zu setzen, zum Beispiel den da hier, bam, können wir den specialen. Zum Beispiel, wir normen jetzt einfach mal den da hier, Effekt, können wir den da holen, Effekt, holen wir den da hier, bam, haben wir schon drei, vier Monster einfach im Spielfeld, also geht eigentlich ziemlich schnell. Genau. Dann zweimal Magnetfeld, eine coole Karte, falls wir nur Felsmonster haben, dürfen wir dann einen Friedhof specialen, also in Stufe 4 oder niedriger, coole Karte und einmal ernste Warnung. So, unsere Exi ja, Extra Decks sind dann Super Light Machine, Imperion, Magnum zweimal. Einmal der erste Drache, man weiß ja nie, zwei normale Monster einfach. Man könnte auch mit Spiegel des Drachen spielen, aber ja, nee. Ganz ehrlich, wenn man Spiegel des Drachens am Anfang schon hat und eventuell kann man Spiegel des Drachens spielen. Ich mache mal das mal Spiegel des Drachens. Man weiß ja nie, also eventuell, vielleicht könnte man damit spielen, aber ja. Zweimal Edelstein, Ritter, Zirkonia ist ziemlich leicht zu beschwören. Wir haben auch normale Poli, dass wir das noch machen können und genau. Die Karte, die müssen wir halt nicht unbedingt beschwören. Also es reicht, also wir könnten die sogar auf 1 Karten. Auf 1 reicht es sogar vollkommen aus. Man muss sie halt nicht unbedingt zweimal, man kann sie auch sogar überhaupt nicht spielen, aber die ist eigentlich ziemlich gut. Also sogar die alleine schon gut genug mit Blockdrachen, Bam, Acta Xyz. Ja, Norden einmal. Für den Instant Fusion mehr auch nicht. Einmal Galaxieaugen auf Drachen, ein Achter nur. Man könnte dann natürlich auch noch einen zweiten Achter spielen. Vielleicht mache ich das auch. Man könnte auch den neuen spielen. Der ist eigentlich ziemlich gut. Aber mal sehen. Eine Revolutionsdrache, einmal Betäubende Magierin, einmal ein Seel der Silberberge. Ist eine sehr, sehr gute Karte. Ist so wie die X-Tribri oder wie auch heißt mit Maschinen. Der macht halt so: einmal pro Spielzug kannst du ein Exil-Monster von dieser Karte abhängen, um eine gewisse Karte in der Zauber- und Fallenkarten zu wählen. Sie kann nicht aktiviert werden, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Ziemlich cool. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners durch den Kampf zerstört, zerstört, solange sie X-Materialien hat. Du kannst eine Monster in deinen Friedhof wählen, beschwöre das Gebiet der Zerstörung in die offene Verteidigungsposition. Also falls sie zerstört wird, darf ich dann, wenn die X-Material hat, darf ich dann einfach eins specialen. Ja, cooler Effekt. Bam, 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 bam. Effekte werden aktiviert. Ne, Via-Drache für Entfernung, die könnte man eventuell auch ganz raus tun, die ist auch nicht so wichtig. Ein Norden und drei Gorgonische Wächter. So, dann gibt es noch Karten, die man eventuell spielen könnte, ist halt Gaia-Platte der Erdreis. Ja, da muss man halt zwei Monster von dem Friedhof verbannen, halbieren nur während der Schadensberechnung die Attacke und der für jedes Monster. Die Frage ist halt, ob die auch auf Deutsch gibt. Da muss ich mal nachgucken. Ansonsten wäre es echt eine coole Karte. Könnte man die einmal spielen, also einmal Blockdrache und einmal die da hier. Blockdrache ist halt auch cool. Hat, glaube ich, noch einen zusätzlichen Effekt. Muss ich mal gucken. Aber ich kann es halt nicht so gucken. So. Ein 3 Monster von Deck hinzufügen, du genannt Stufe 8 ins Spiel. Du kannst die Effekt von was kannst deine Hand bis zu 3 Monster Deck hinzufügen. Achso, ja. Also von Deck auf die Hand kann ich hinzufügen, wenn sie irgendwie zerstört wird oder so. Also könnte man die vielleicht als dritten Achter spielen. Also halt anstatt von. Also, ja. Vielleicht die einmal raus und dafür die rein. Weil die kann ich einfach leichter beschwören als die andere und damit überrenne ich einfach alles, der 2800. Dann Delta Magnetkrieger. Auch keine schlechte Karte, weil sie gerade als normal oder schon beschwören wird, kannst du ein Magnetkrieger Monster Stufe 4 oder nicht von der Deck auf den Friedhof legen. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst drei Magnetkrieger Monster Stufe 4 oder niedriger von deinem Friedhof verbannen, außer Delta Magnetkrieger beschwöre, einmal Kilometer Magnetkrieger von deinem Friedhof oder von irgendwo, also, oh, die könnte man auch spielen, die wäre echt geil. Einfach, zum Beispiel, man könnte es ja einfach mit törichtes Begräbnis, falls ich genug Magnetkrieger auf dem Friedhof habe, Bäm, auf dem Friedhof, Effekt, Bäm, Spezial, Bumm, hab einfach ein 3500er Monster. Könnte man die echt auf einspielen. Also man könnte die wirklich auf einspielen. Die ist echt nicht schlecht. Blockgolem,
Fast alle Monster in deinem Friedhof Eigenschaft Erde haben, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, um zwei Monster für den Fels, der Spiel 4 oder niedriger in deinem Friedhof zu wählen, außer Blocker und beschwört diese Spezialbeschwörung. Ziemlich geil, Bam Bam, 4 Exis, 3 Exis, also geht leicht, ja, Spiegel des Drachens. Dann eine Karte, die ich eigentlich gut finde, aber würde eigentlich nicht so ganz passen, Magnetkraft, die macht in dem Spielzug bleiben alle Monster auf dem Spielfeld, deren Grundtyp Maschine oder Fels ist, von Monstereffekten deines Gegners unberührt, außer von ihren eigenen. Das Problem ist halt, die aktuelle Meta wird halt ABC sein und diese Maschine. Und das ist ein Problem. Sind halt alle Fels, fast alle, aber das Problem ist halt einfach, ja, bringt mir nichts. Eventuell könnte man die spielen. Ja. Die ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ja, das ist so das Deck, das ich mir machen möchte. Also im Real Life, das mache ich mir wahrscheinlich. Und ja, Leute, das war's jetzt auch mit dem ja, Deck. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und am Schluss kommt dann noch eine kleine Szene, wo ihr seht, ja, wo ich mit dem Deck ein bisschen spiele, also gegen jemanden kämpfe. Und ja, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.